Willkommen zu Teil 2 von Ben war Baumarkt. Und Ben hat im Baumarkt nämlich gefunden, neben dem bereits gezeigten und noch gezeigt werdenden Zeug, das war bestimmt kein gutes Deutsch, ist aber wurscht, nämlich hat er gefunden, ja wo hat er es denn, das hier. Tada! Und das ist ein Sack. Und was kann man mit dem Sack machen? Also, man kann ihn aufmachen. Was gar nicht so einfach geht. Also ihr kennt ja bestimmt diese Gefrierbeutel, ne? Mit diesem Standardverschluss, den man hier hinten kann man ihn gut sehen. Das ist ein doppelter. Also dann haben wir zwei von diesen, keine Ahnung wie die heißen, Verschlussdingern untereinander. Hebt damit etwas besser. Theoretisch liegen diesen Beuteln auch noch so kleine Zipperlein bei, die man dann dran machen kann, um das Ding hier besser zuzuziehen. Da muss man es nicht einzeln so zudrücken, was ein bisschen Arbeit macht. Allerdings habe ich diese Zipperlein irgendwo schon verloren und damit sind sie weg. So. Was kann jetzt das Ding? Naja, also man kann da zum Beispiel eine Elefantenhaut reinstopfen. Das macht Sinn, weil eine Elefantenhaut ja nicht nass werden darf. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn, aber ich habe gerade nichts Besseres da. So, und jetzt ist die da drin und jetzt muss man das Ding zumachen. Und das geht eine Weile. Deswegen schneide ich das jetzt raus. Fertig. Jetzt habe ich das hier also entsprechend zugemacht. Und jetzt haben wir hier drin eine Elefantenhaut. Im üblichen eine Elefantenhaut-Packmaß. Ne? Also soweit jetzt noch überhaupt nichts Besonderes. Aber jetzt drehen wir das mal um. Der ein oder andere wird es eh schon vermuten. Und sehen, hier gibt es so eine kleine Besonderheit. Nämlich hier ist das Ganze verschweißt und da unten ist hier plötzlich ein Loch in der Verschweißung. Also hier, so ein ganz kleines. Und das ist dafür da, weil das nämlich hier auch nochmal ist, um die Luft daraus zu drücken. Das ist nämlich ein Vakuumbeutel. Und das funktioniert dann folgendermaßen, dass man das hier oben quasi einwickelt, also aufrollt, bis zu der gewünschten Stelle, wo sich halt das befindet, was man akkumulieren möchte. Und dann nimmt man es ganz liebevoll in den Arm. Und dann drückt man da eben entsprechend die Luft raus. Und da unten kann auch, obwohl das im Prinzip offen ist, kann da trotzdem keine Luft nachkommen. Weil wenn das Vakuum dann hier erstmal hergestellt ist, dann drückt das da unten diese Geschichte hier zusammen und dann kann da auch keine Luft mehr reingehen. Das ist also, das funktioniert nur unter Druck, dass da Luft durchgeht. Und da man die Luft von draußen nicht reindrücken kann, sondern nur von innen raus, ist das ein Einwegventil quasi. So. Und das Resultat ist jetzt, ja, ein bisschen dünner ist es halt, ne? Also das ist jetzt kein Material, das eigentlich geeignet wäre, um es in so einem Sack dann entsprechend vakuumtechnisch klein zu verpacken. Und ich habe die Luft auch nicht hundertprozentig toll rausbekommen. Das geht sicherlich noch besser. Eignet sich selbstverständlich mehr für irgendwas Voluminöses. Pullover, Kleidung, Hemden, Hosen, was auch immer. Kleidung generell. Ich wollte einfach nur das Prinzip erklären, wie funktioniert dieser Sack. Und man kann damit halt, je nachdem, was man reinstopft, wenn da viel Luft drin ist, das Packvolumen von dem, was man reinstopft, schon nochmal ordentlich reduzieren. Ist nicht für Lebensmittel gedacht. Steht nochmal ausdrücklich drauf. Ne? Nix esse, nix Fleisch, nix Fuhr, was immer Fuhr ist. Kleine Kinder soll man auch nicht reinstecken. Oh Gott. Ja, und das war's dann im Wesentlichen. Und das kann man halt schon auch schön eben aufrollen. Es bleibt halt nicht zusammengerollt, es rollt sich halt wieder auseinander. Es fehlt jetzt halt eine Möglichkeit, um das so zu fixieren. Ist ja aber nicht schlimm. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Kostenpunkt für zwei solche Säcke in dieser Größe, die gibt es auch noch in größer, war glaube 4 Euro. Ja, ich glaube 4 Euro. Ich glaube 4 Euro. Ja, aber jedenfalls noch einigermaßen bezahlbar. Ich finde die praktisch. So ein Sack an sich wiegt ein paar Gramm halt. Ist wasserdicht.
Zeug ist gut verpackt. Also als Klamotten, gerade wenn man auch mal auf Tour was dabei haben möchte, was nicht so verknittern soll, das ist natürlich auch nochmal praktisch. Kann man meiner Meinung nach brauchen. Und das gibt es im Baumarkt. Und damit ist das halt eben Teil der Benwa im Baumarkt-Reihe. Benwa Baumarkt. So, ich habe es ja absichtlich in schlechtem Deutsch. Macht's gut.